Liebe Schwestern, liebe Brüder, in wenigen Stunden, wenn wir die Sonntagsvigil singen, erklingt hier im Kirchenraum wieder dieser merkwürdige Satz: Wir sind jetzt Kinder Israels. Dieser Satz aus einem sehr alten Hymnus des 4. Jahrhunderts, von dem wir den Autor nicht genau wissen, setzt in die Gebetssprache das um, was Paulus uns im Abschnitt des Römerbriefes sagen will. Wir sind jetzt Kinder Israels. Wie geht das? Wir stammen nicht von Juden ab. Wie können wir einen solchen Anspruch formulieren? Dieser Satz wird heute oft unterschlagen, weil er auch in der Theologie politisch nicht korrekt ist. Wir sagen, das klingt wie eine Abwertung des anderen Israel, des wahren Israel, des biologischen Israel. Aber das ist nicht der Sinn. Wenn Paulus hier spricht von einer Verheißung, die gut begründet und fest ist, der alte Forscher Erik Petersen hat zu Recht darauf hingewiesen, dass in diesen Termini juridische Bedeutungen eine Rolle spielen. Verheißung ist nicht irgendwie ein Versprechen aus einer Laune heraus, sondern es ist eine verbindliche, eine rechtlich bindende Zusage Gottes. Und das klingt auch bei fest mit, was hier steht. Das heißt, alle, die sich so verhalten wie Abraham, denen macht Gott dieses Versprechen. Es ist Maria selber, die in ihrem Lobgesang auch noch einmal darauf zurückgreift. Deshalb preisen sie selig alle Geschlechter, nicht nur Israel, sondern alle Geschlechter, weil diese Verheißung Gottes, dieses bindende Versprechen, an alle Völker ergeht. Und Abraham hat geglaubt, damals noch kinderlos, dass er zum Vater vieler Völker wird. Das ist das eine. Und wenn wir die ganzen Traktate sehen, die gerade über den Römerbrief geschrieben werden, es kommt uns vielleicht besonders nahe, jetzt 500 Jahre nach der Spaltung der abendländischen Christenheit, wie man Paulus hin und her wendet, und zwei Dinge scheinen mir aus dem Blick zu schwinden, auf die auch Petersen hinweist. Nämlich, worum geht es hier, Paulus? Und worauf legt er das ganze Schwergewicht? Dass es zwei Dinge sind, die ganz entscheidend sind in diesem Versprechen, wie sich dieser Glaube ausdrückt. Gott, der die Toten lebendig macht. Auferstehungsglaube. Und der aus dem Nichtsein ins Dasein ruft. Möglicherweise greift hier, auch das ist heute Morgen hier in der Kirche schon erklungen, Paulus Formulierungen aus seinem Gebetsschatz auf. Aber das sind die beiden Punkte, die für uns heute so wichtig sind, damit wir unsere eigene Identität als gerufenes Volk, als Kinder Israels und Abrahams nicht verlieren. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, dass dieses ganze Dasein einen Sinn hat, einen Plan hat, eine Richtung hat, und der Glaube an die Auferstehung. Beides steht in großer Gefahr, irgendwie unter die Räder zu kommen. Aber die ganze Diskussion, die sich daran anschließt, über Gerechtigkeit und aus Glauben und alle diese großen ökumenischen Verwerfungen, die sind alle wertlos, wenn wir das Augenmerk nicht auf die wichtigen Punkte richten, wie es Paulus uns hier lehrt und wie er uns dazu anleitet.